Hallöchen, willkommen zurück bei Eko, bei unserer ja, kleinen Runde sozusagen. Mit dem Xar zusammen. Grüß dich. Moin. Da kreist der Meteorit. Das wollte ich jetzt nicht sehen. 29 Tage, 20 Stunden, aber wir haben noch so viel Zeit. So viel Zeit. Theoretisch. Können wir noch ein bisschen schaufeln. Damit es ja auch schön ist, wenn er einschlägt. Genau. Nee. Ich gehe jetzt Samen sammeln, wie ich es in der letzten Folge versprochen habe. Die Schaufel bleibt heute. Und noch keine 13 Stück. Ach nee. Haben wir Lags? Glaube nicht. Okay. War zu verzögert vor hier alles. So, jetzt habe ich hier noch die ganzen Büsche ange. Ich hoffe, diese Pflanzen geteilt. Nö, ja, super. Ich spreche es aus und sehe die erste vertrocknete Tomate. Ja, ein Träumchen. Weg damit. Nicht. Pickup geht auch nicht. Ah, so, doch, so geht's. Mit der Schaufel kann man sie dann wegnehmen. Noch Tomatensaft? Ich habe ein paar in deine Kiste geschmissen. Also das sollten eigentlich noch ein paar sein. Ja. Ist gut. Kann ich gerade ersetzen, die eine. Da bin ich ja mal gespannt, was... Da ist noch eine Ver... Was ist denn hier los? Warum? Warum vergammeln die? Keine Ahnung, vielleicht hast du... Nicht gegossen? Ich kann die nicht gießen, es gibt kein Gießen. Ich kann höchstens Fertilizer halt rausbringen, also Dünger. Vielleicht ist die Erde nicht gut genug. Ja, ja, das ist am Ende, ich muss unbedingt so ein Soil-Testing, so ein Bodentestgerät bauen. Das ist echt wichtig. Dann, also bei Mais scheint es, also gut, da habe ich aber auch weniger gepflanzt. Ich mache jetzt das Feld auch mal voll. Oh, die Frage wiederum ist, wie du den Boden dann so hin, dass die Pflanze es mag? Über den Dünger dann, oder wie? Wahrscheinlich über den Dünger. Es gibt ganz viele verschiedene Dünger, die ich herstellen kann. Wahrscheinlich muss man dann tatsächlich auch den richtigen machen. Also es gibt, es gibt Berry Extract Fertilizer. Das ist echt krass. Da ist dann Nitrat 1, Phosphat 3 und Potassium, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts, 7. Ja, und dann gibt es den Bloodmeal Fertilizer, da hast du mehr Nitrat und fast kein Phosphat und das andere Zeug. Alter, okay, ich sehe schon. Das ist eine Wissenschaft für sich, das ganze Farm. Du ahnst es nicht. Klingt interessant. Nee, ich weiß nicht, ich möchte einen anderen Job. Du spät. Boah. So, noch ein paar Beets, die man noch aussehen. Bohnen. Krieg ich Bohnensamen? Jetzt. Wenn die Bohnen nicht schon alle weggefuttert wurden. Ah, das kann sein, dass sich die Coach genommen hat. Corn Seed. Harnsporen. Nee, ich kann keine Bohnen anpflanzen. Eigenartig. Kann keine Bohnen anpflanzen. Kommt vielleicht später noch. Oder hast du denn schon komplett freigeschaltet? Nö, das habe ich noch nicht. Nee, ich glaube, komplett habe ich die Samen noch nicht durch. Aber irgendwie eigenartig. Ich meine überhaupt, dass du beim, auch wenn du die wilden Bohnen sammelst, kriegst du keine Samen. Also ich zumindest bisher nicht. Andere Theorie war ja auch, dass man für dieses ganze Gemüse und für die Felder eigentlich so Schatten braucht. Dass das, also wenn die zu sehr in der Sonne sind, dass sie dann eben vertrocknen, die Pflanzen. Ach so, das könnte natürlich auch noch sein. Da müsste ich hier jetzt noch einen Baum pflanzen. Huch, apropos, hier ist ein Baum. Hier wächst ein Baum. Warum wächst jetzt hier auf meinem... Ich wollte hier... Das ist ein Feld. Da, Frechheit. Jo, scheint gute Erde für Bäume zu sein. Ja, genau, wahrscheinlich. Super. Und ich baue hier Tomaten an. Ja. Na gut, ich gehe jetzt mal ein bisschen Samen sammeln. Samen sammeln. Wie hast du das gemacht, dass da an die Samen dran gekommen bist? Von was? Von den Bäumen? Ja, die. Hoppla, noch immer ein bisschen husten. Da muss man sich ja hochbauen. Ja, also, manchmal standen die Bäume schon so unterhalb von der Klippe, dass man schon oben drauf springen konnte. Oder ich habe mir halt unten ein, zwei Klötzchen Erde hingeschaufelt.
Ja. Das ging eigentlich ganz gut. Muss ich irgendwas mitnehmen, was man. Nee, alles, was so Klötzchen und groß genug ist, ist dann auch gleichzeitig, was du dann so immer mit dir rumträgst. Ne? Ja. Ist aber ein bisschen lästig. Ja, aber macht das Ganze auch realistischer, als wenn du dir jetzt stackweise das Zeug in den Winter stopfst. Ja, aber es ist eigenartig, dass die Samen nicht rauskommen, wenn du halt so einen Baum fällst. Achso, ja, gut, das wiederum. Ja, also das ist schon so ein bisschen strange. Das Könnten sie heißt, noch ändern, ja. damit wir da eigentlich immer gut drankommen, müssten wir eigentlich unsere Plantage, also da müssten wir eigentlich die Bäume eins tiefer reinhauen, ne? Also quasi in den Boden so ein bisschen reinbuddeln. Wenn sie dann noch wachsen, ja. Ja, das ist dann die Frage. Am Ende kriegen sie da nicht genug Licht als Setzling, ne? Nur, das ist die Frage, was man noch rausbekommen müsste. Aber ein Versuch wäre es wert, weil dann könnte man wunderbar die. Hier ist noch ein Fluss. Könnte man wunderbar dann an die Samen ran. Ja, richtig. Theoretisch. Irgendeinen dicht bewachsenen Wald. Gibt es hier noch sowas? Haben wir sowas noch übrig gelassen? Wenn du weit genug läufst, Ja, könnte ich das noch vorkommen. fürchte auch, dass es. Ja, das wird nicht geschaufelt. Für die Samen. Bin dafür, dass das Xar künftig die Samen sammelt. Ah, das ist sehr zäh. Auch vertrocknete Büsche. Ja, ich vermute, dass sie auch einfach so mal vertrocknen. Hoff's, also nicht, dass wir irgendwie schon durch unsere Abholzung da Temperaturänderungen bewirken und alles hier sich in die Wüste verwandelt langsam. Wäre ja natürlich dann nicht so gut. Ah, das wäre ein bisschen krass, glaube Also wir wegen unserer. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir ja wirklich. Also, gut, okay, wir haben einen Berg abgeholzt, quasi. Aber an sich haben wir noch nicht viel angerichtet. Nö, das sollte sich in Grenzen hauen. Zudem wir auch hier nicht einen komplett Kahlschlag gemacht haben. Ja, also. Geht es nicht mehr. Ja, also so schlimm ist es ja nun auch nicht. Oh, hier ist ein schöner Eichenwald. Das ist. Das ist dann halt die nächste Frage. Am Ende bringe ich jetzt Eichen mit und die wachsen bei uns gar nicht. Ja doch, Eichen sind hier doch auch schon gewachsen. Die haben wir nur alle weggeholzt, weil sie so ergiebig sind. Sind das eigentlich? Das sind, warte mal. Das. Cedar? Das Eiche? Meinst du? Oak. Wäre doch eigentlich Eiche. Ja, ist. Oder sollte Eiche sein. Oak wäre eigentlich Eiche, aber das hier sind Eichenblätter, oder? Ja, doch, Eiche. Gucken, wenn ich jetzt nochmal einen Samen kriege. 4, 4, 4. Von allen 4. Das ist doch einfach. Und wo das. Welche das hier sind. Ja. Nisch. 5. Also dann doch da unten die klassische Eichel, aber das. Acorn. Oder Acorn oder wie auch immer das. Ich Plan to denke, das soll die grow an Oak Ahorn Tree. sein. Nee, Oak Tree. Okay. Da, Acorn, also das ist Eichel. Eichel nennt sich scheinbar Acorn, okay. Siehst du mal? Wieder was gelernt. Ja.
hoffe einfach mal, dass die Bäume wieder nachgrünen, wenn ich mit denen hier fertig bin. Also, sie sind jetzt ein bisschen kahl. Also ich denke, wenn du komplett kahl haust... Nee, komplett nicht. Also bis an die Spitze kletter ich jetzt nicht. Aber aber unten ist nicht mehr viel. Was machen? Ich will wissen, was ich an Samen kriege. Blätter sind überbewertet. So, weg damit. Er braucht schon Blätter. So sieht ein gesunder Wald aus. Ich will es gar nicht sehen. Bei 100 die Gerippe. Ja, so viel kann das Wald sterben. So, ja, genau. Und ich wundere mich dann, dass uns irgendwann doch das Gemüse vertrocknet. Ah, ja. An. Ja, das ist doch schon mal ganz okay. Ich habe jetzt 9-mal Eiche, 4-mal Lieder. Was ist das? Zypresse? Eigentlich. Und 6-mal Birke. Also von daher schon mal ein paar Samen. Du hattest ja auch schon einige. Da kriegen wir schon mal einen großen Wald wieder angelegt. Mache ich bei Sinde drüben ein bisschen was. Aber ich würde eigentlich auch ganz gern das Stück zwischen uns beiden begrünen, wenn dir das recht ist. Ja, kannst machen. Kannst auch neben meiner Hütte, da wo das Lager ist, noch ein, zwei bei mir hinsetzen. Da standen vorher auch welche. Okay. Moment. Dann habe ich da direkt am Lager wieder ein bisschen Holz. Genau. Wenn einem ein Baum stört, kann man ja auch einfach wieder weghauen. Genau. Oh, schöne Welt. Beziehungsweise bei Hippo und zwischen mir, da ist auch noch jede Menge Freifläche. Könnte man eigentlich auch noch einen guten Wald hinpacken. Ja, mal gucken, dass wir das so ein bisschen anlegen. Also, so. Ich würde es gerne so ein bisschen, weißt du, so wie so ein Dorf anlegen. So, dass man da vielleicht so eine Straße hat und rechts und links ein bisschen die Bäume und so. Ein paar Bäume rein der Optik halber und ein paar Bäume natürlich als. Ja, nö, also Plantage. Ja, wie gesagt, da wir halt wahrscheinlich viel Holz brauchen, kann man ja eigentlich fast schon so ein Dorfwald drumherum machen. Ja, das auf jeden Fall. So außenrum, klar, aber so zwischendrin hätte ich halt auch gerne einfach so ein Party bleiben. Ach so, ja klar. Ja, dass man da sagt, jetzt da legt man nochmal so sich ein bisschen was an. Mhm. Das kann man natürlich machen. Hast du eigentlich einen Nadelbaum hier schon? Nee, ne? Noch gar nicht. Doch, hier stand doch irgendwo einer. Einer, der letzte Nadelbaum. Bevor wir der kamen. Steht hinter Hippos Hütte. Und bei dir müsste, glaube ich, auch einer stehen. Okay. Jo, hier stehen doch 3 Stück rund um deine Hütte. Ah, dann werde ich da versuchen, auch nochmal ein bisschen was. Noch so einen Mischwald hinkriegen. Ah. Ja, Mischwald ist sowieso die beste Lösung. An sich ja. Ich weiß nicht, ob das Spiel das auch so sieht. Aber es wäre schön, wenn. Wäre schön, wenn das mitbedacht wird, ja. Den Punkt manchmal zu finden, wo du das Grün zerlegen kannst, das ist irgendwie schwierig. Ja, man muss relativ nah dran sein. Das ist ein bisschen, naja, verbesserungswürdig. Ja, und dann, selbst wenn du nah dran bist, hast du irgendwie nur so einen Mikrobereich, wo dann tatsächlich dann das Laub leuchtet und du es zerhacken kannst. Naja.
Da könnten sie die Hitbox noch ein bisschen vergrößern. Ja. Sonst, wenn ich gerade schon mal unterwegs bin, was könnte ich noch mitbringen? Bohnen eigentlich. Im Grunde genommen Bohnen, wenn ich gerade schon mal unterwegs bin. Dienst. Du geisterst hier ja auch rum. Jo, also falls ich dir irgendwas bringen soll, sag Bescheid dann. Wenn du irgendwelche Pflanzen siehst, bring halt einfach ruhig mit. Samen kann man immer mal wieder gebrauchen. Aber an sich. Also am ehesten die Rüben, also die Beets. Die wachsen, glaube ich, direkt unterhalb von meiner Hütte. Ich schau mal eben. Ja, nichts Eiliges. Ja, und ansonsten Bohnen. Oder halt was, was man noch nicht haben. Gut, das wiederum weiß ich nicht, was wir noch nicht haben. Wir haben Mais. Tomate, Beets, also die rote Beete und die Beeren, die Blaubeeren oder was das ist. Okay. Das ist alles, mehr habe ich noch nicht. Ja, und Pilze, glaube ich, oder? Die habe ich aber noch nicht angepflanzt. Ja, Pilze könnte ich vermuten. Weiß ich gar nicht, ob ich die anpflanzen kann. Müsste eigentlich. Da brauche ich die aber best das kann ich bestimmt nicht einfach auf einem offenen, sonnigen Feld machen. Das muss ich bestimmt irgendwie im. Ja, Pilze dürften es, glaube ich, eher schattig mögen, ja. Ja, da muss ich bestimmt einen Baum. Mitten im Wald irgendwie dann die Sporen ausbringen oder so. Da muss ich mal gucken. Ja, oder du pflanzt halt ein, zwei Bäumchen neben deinem Feld. Ja, da ist ein bisschen wenig Platz. Ich glaube, so ein Baum braucht immer 3 mal 3, wenn ich das so sehe mit den Wurzeln. Ah, das gibt einen großen Wald, wenn die denn alle wachsen. Wenn, das ist hier die Frage. Ja, das ist wirklich die Frage. Also ich habe jetzt 18 Eichen, 11 Cedar und 8 Birken. Cedar, ich möchte überlegen, Zypress. Oder Zedern. Cedar noch? Ja, natürlich, sinnvoller. Ach ja, ich schau mal, das, was hier wächst, das ist ja tatsächlich auch ein Nadelbaum, ja. Ja, bei dem jetzt direkt an meiner Tür möchte ich, glaube ich, nicht die Blätter abhauen. Ja, nö, also. Wo wohnt denn nochmal Sinde da hinten? Und ja, genau da hinten. Und hast du mittlerweile die Nadelbäume entdeckt? Ja, sag ich ja. Das sind ja die. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt ungern die Blätter abhauen, weil. Ja, ne. Weil und so. Das muss nicht sein. Okay. Ich glaube, da müssen wir mal so ein bisschen schaufeln. Magst du mir ein Wie bisschen war helfen beim das? Bäume anlegen? Oder bist du gerade noch unterwegs, groß? Ich bin gerade unterwegs. Also Ah zwar in ja. der Nähe, aber unterwegs. Ah, dann schaufel ich hier mal. Also ich werde mal versuchen, die tatsächlich vertieft einzupflanzen. Wenn das nicht geht, dann haben wir halt gelitten, aber Versuch ist es wert. Mann, diese Backziegen von Elchen, das gibt's doch nicht. Wer denn die? Die rennen fast senkrechte Wände hoch. Also falls Bergelch. Bergärche. Also falls hier irgendein gehetzter Elch durch
Der gehört mir. Ja, und noch die Arbeit für Sinde machen. Das hat man davon, wenn man in der kleinen Gruppe aufnimmt. Hier noch ihre Holzreste hier weghauen. Unordnung. Na, endlich. Bin ich echt mal gespannt, wie ich die jetzt anpflanze. Ob ich da mit der. Ich habe ja meine Hacke dabei. Jedenfalls muss ich da wirklich so eine Art Feld anlegen erst. Dieses Spiel hat irgendwie was Tiefenentspanntes. Ja, Kann man total. sagen. Hackt man halt ein bisschen, schaufelt etwas. Wie habe ich das denn Schaufelt und schaufelt denn? und Schaufelt nochmal. schaufelt. Aber wie habe ich das gedacht, dass so entspanntes Feierabend schaufeln? Ja, so könnte man es auch bezeichnen. Ist einfach so. Aber hier um die Gegend rum liegt echt verdammt viel Erz rum. Ja, wir haben, dadurch, dass wir am Berg sind, da haben wir da, was das betrifft, einen Vorteil. Aber was die. Ja gut, wobei die ganze Karte gefühlt aus Berg Ja, besteht. das stimmt wiederum. Umdekorieren. Naja, ist zumindest mal ein Anfang. So, das heißt, dann haben wir jetzt hier die grobe Fläche vorgegeben. Jo. Das Gestrüpp fast mal lassen hier, oder? Je natürlicher wir die vielleicht die Umgebung haben, desto eher. Jo, also ich würde nicht zu viel wegmachen. Moment mal hier, fangen wir da einfach mal an. Was mache ich jetzt mit der Erde? Bornlager. Irgendwo hinschaufeln, was sie nicht stört. Ja. Bornlager. Oder weißt du was? Sind da doch hier ein Lager. Komm, da muss ich jetzt mal durch. Das hole ich mir notfalls irgendwann mit einer Karre ab. Dann hat es auch einen Beweggrund, mir endlich eine Karre zu bauen, damit ich den Dreck abhole. So. So kann man es Oh natürlich auch Gott. machen. Allerdings. Aber am Ende mehr Arbeit als gedacht, diese neuen. Also diese 3x3 Felder immer auszuheben. Also wenn du Zeit findest und zufällig eine Schaufel dabei hast, Xa. Meine Schaufel ist gerade kaputt. Meine Sinne soll sich nicht beschweren. Im Endeffekt, ja, bei Coach haben wir Erde ausgehoben und damit sein Haus zugeschaufelt. Ja, das wäre ja die Alternative. Da ist mir nur Sinn, das Haus zu groß. Naja, man könnte es ja auch erst verkleinern, bevor man es zuschippt. Oh.
macht dann irgendwann der Meteorit. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Ja, ist jetzt auch die zweite Aufnahmesession, wie ihr unschwer merkt. Ja, es sind ja nur eben wir beide. Und zwischendrin war der Server aus und ihr hatten ja am Anfang der Folge auch gesehen, ne? Das ist dann auch der kleine Beweis dafür. Also wenn der Server aus ist, dann tickt die Uhr beim Meteoriten nicht weiter. Insofern, ja, werden wir sicherlich, ne, also so pflanzen kann ich nicht, okay. Werden wir sicherlich eine Weile brauchen, bis wir in diesem Let's Play soweit sind, den Meteoriten zu beschießen. Das wären also nicht nur die 30 Tage, sondern zwischendrin läuft ja der Server halt nicht weiter. Das werden sicherlich ein paar Tage mehr sein, die das Let's Play läuft, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Und jetzt habe ich ein Feld angelegt. Kann ich jetzt pflanzen? Ja. Zack. Da sitzt die kleine Eiche. Ist auch gleich, also ich setze eine Eichel da rein und habe aber gleich hier einen mannhohen Baum. Ja, kann man machen. Aber ich habe es jetzt mal vertieft gesetzt. Also zumindest geht's. Man kann es setzen. So, ob das dann wächst, ist eine andere Frage. Aber immer zwei Abstand und dann den nächsten. Oh, das wird ein Geschaufel. Xar, ich brauche wirklich Hilfe. Ja, ich komme gleich. Das wäre gut. Ohne, da hat die Sinde schon irgendeine Karre. Warte mal, ich gehe jetzt mal gucken, ob ich die Bretter bei der Sinde bauen kann. Da kann ich mir so eine Karre machen. Die mir auch überhaupt nichts bringt, weil ich mit der Karre nicht ans Lager komme. Ja. Ja, dann kann ich aber nach hinten die Fläche vielleicht erweitern. Warte mal, nee, das ist der normale Tisch. Wo hat sie denn den anderen da? Board, ich könnte die herstellen. Hat mir nur wahrscheinlich keinen Zugriff auf die. Doch, sonst hätte ich ja nichts reinlegen können. Brauche ich jetzt mal ein paar Boards und baue mir so einen Karren. So, zack. Wie viel braucht er ein? Ein Karren. Woodcard brauchte 15 Boards. Na gut. Jetzt wird schon wieder dunkel, ich glaub's nicht. Boah, das war doch gerade erst. Ja, das geht immer schneller als. Boah, wir müssen den Wald noch voll mit Fackeln klatschen. Dann fackelt er uns wahrscheinlich ab. Das wäre es auch noch, ne? Das wäre es noch, ein Waldbrand, ja. Wenn das Feuer fangen könnte. Das wäre spannend. Gut, aber das dürfte, glaube ich, zu schnell zu einer Katastrophe führen, sofern man da nicht irgendwie was gegen machen kann. Brennt die ganze Welt ab. Ja, nicht so toll. Schaufelst du denn wo? Vor Sindes Butze, da ist so eine Riesenfläche hinter ihr. Hinter ihrem Haus quasi aus unserer Richtung kommt. Und da hat sie gesagt, da war vorher Wald. Da hätte sie gern wieder Wald. Achso. Okay. Dann kriegt sie jetzt Wald. So. Da versuche ich halt immer so 3x3 Löcher dann auszuheben für die Bäume. Und zwischen den Löchern immer zwei breit frei, zwei Klötzchen. Ja, dann hat man da so einen höchst akkurat angelegten Wald. Zwei frei, sagtest du? Zwei frei und dann möglichst halt parallel zum anderen Loch, genau. Ich denke, zwei reicht. Joa, dürfte. Eins ist halt ein bisschen schmal. Ich hole uns gleich mal eine Fackel hier rüber. Ja, so ein bisschen Beleuchtung wäre hier, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wenn wir hier nachts schaufeln wollen, schon. Ich gehe mal kurz. Unwegsam. Ja, aber Zeit, dass hier der Hippo mal die Straße anlegt. Aber ganz ehrlich, Coaches Haus erkennt man wieder aus also wenn du irgendwie alle Häuser siehst und überlegen musst, welches gehört Coach,
Das erkennst du sofort. Da ist alles geknautscht. Da kommst du nicht durch vor lauter Lager. Da hängt im hintersten Eck eine Kiste genau gegenüber vom Crafting Table. Ist keine Treppe irgendwo reingeschaufelt, kein Platz gemacht. Ja, so ist er halt, der Coach. Ach, herrlich, ja, natürlich. Windet mal hin hier. Zack. So, ach ja, doch, ne? Ja, Das Werdelicht. es werde besser. Das sieht doch ganz gut aus. Und das zum Folgenende. Ja, das war die Hat sich dann erleuchtung zum jetzt gelohnt, Folgeende. ne? So, ich mache hier immer mal so dann nicht nur Eichen, sondern jetzt hier habe ich jetzt so, ne, so ein Dings und Ein Dings, man muss ja, auch gar nicht die. alles zum Feld machen. Fällt mir gerade auf. Es reicht, wenn du nur so ein Dings hast, wo du denn den Baum reinpflanzen kannst. So. Vielleicht braucht er doch nur eins Fläche. Ja, aber die Wurzeln, die, also ich habe einen Baum bei mir vor der Tür, da sagt mir permanent, wenn ich das schaufeln will, dass die Wurzeln zu stark seien. Ach Und das so, im okay. Umkreis von 3 Feldern. Insofern gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das. Ja, dann schon das doch Sinn machen tun. Ja, ich fürchte. Ich fürchte. Na, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann mal gucken, was wir dann anstellen. Ja, jetzt machen wir erstmal wieder eine kleine Schaufeln. Pause. Wahrscheinlich schaufeln. Schaufeln und ums Zeug labern. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.